meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Part The Legend of Zelda. Wir haben im letzten Part das Hateno-Institut in Gange gebracht und gehen jetzt zurück nach Kakariko, um mit Impa nochmal zu sprechen. Und da wir dort einen Schrein haben, können wir uns ja gleich dorthin teleportieren. Geht schneller als zu laufen. Oder? Ja, da haben Sie recht. Hello, Baby. Oh. Ich habe gehört, Pura hat dich viel Arbeit eingespannt. Aber du scheinst es ja gut überstanden zu haben. Zeldas Vermächtnis. Geschafft. Zeig mal her. Oh, dieses Foto. Ohne Zweifel Zelda vor 100 Jahren aufgenommen. Hat man das nicht im Trailer gesehen? Irgendwie? Wenn du die Orte auf diesen Fotos aufsuchst, kannst du vielleicht dein Gedächtnis zurückgewinnen. Wenn du einer der Orte von den Fotos finden solltest, komm noch einmal zu mir. Ich habe etwas, das ich dir dann geben möchte. Erinnerungsfoto. Nein, ich bin nicht da. Ich bin so Karte, so. Freunde, ich habe mir gedacht, wir gehen heute mal hier nach hinten. Dann so. Hier ist nämlich eine Brücke. Und ich denke, wir gehen heute mal bis hier hin. Ich markiere mir das hier auch. Dort ein bisschen suchen. Aber das ist doch Pfeile, Munition, Waffen, weiß auch was. Ich gehe jetzt mal in die verschiedenen Läden. Hier gibt's Kleider. Das Ninja-Gewand, das sieht mega cool aus. Ich will es. Kann man die auch verkaufen? Mit verkaufen. Was möchtest du dann verkaufen? Ich habe Saphire. Alles verkaufen. Ja. Boah. Okay, wir wissen, solche Edelsteine geben wohl gut Geld. Hä? Und ein Topas. Dann habe ich noch ein Rhodonit. Boah. Money, money, money. Dann habe ich hier noch ein paar Leuchtsteine. Okay, und ich glaube, das sollte genügen. Hä? Ja, cool. Willkommen. Ich hole mir jetzt das. Ninja-Anzug. Okay. Dann kaufe ich dies. Ich glaube, ich kaufe jetzt das ganze Ding, oder? Ja, mach du. Ja. Können wir uns nachts besser fortbewegen. So, Mode. Sexy. So bewegen wir uns jetzt vor, wir sind der Ninja der Nacht. So, und jetzt eben gehe ich zur markierten Stelle. Ich pack jetzt einfach die Chicken Nuggets. Hier ist der Schrein, das erwartet mich da hinten. Face, bitch. Wow, money, cash. Ich
gehe jetzt einfach mal an dem vorbei. Geh nach da hinten. Tierquälerei, aber. Miet. Edelmiet. Prinzessinnen-Enzian. Enten wir noch an. Da, ein Rock. Ein Cube-Rätsel. Geil, seit langem mal wieder ein Krog. Da reinkommt er in den Spalt. Geschafft. Tschüss. Ja, tschüss. Wow, Hateno ist groß. Bis hierhin will ich und das will ich später erkunden. Dann will ich noch hier das erkunden. Oder sollen wir das zuerst und dann nach da gehen? Oder? Hi. Herr Star, vor etwa ein Jahr, ich wanderte hinter dieser Wege, als plötzlich am Himmel ein Licht erschien. Er stammte von einem leuchtenden Objekt, dessen Anblick mich vor Schreck erstarren ließ. Im nächsten Moment war ich von allem Licht umgeben, und als ich wieder zu mir kam, lag ich in meinem Bett. Oh? Was hältst du davon? Was meinst du? Hm. Oh? Es ist nur vor kurzem was mit mir, so als rief jemand meinen Namen. Hast du da auch mein Auge öffnet? Da lag ich auf einem Art Bett in einem sonst leeren Raum, den ich noch nie zuvor gesehen hatte und der in einer Ecke stand, ein merkwürdiger leuchtender Apparat. Und als ich ihn berührte, mich überkam ein seltsames, doch vertrautes Gefühl. Als ich wieder zu mir kam, war ich hier. Hm? Was hältst du davon? Also, na, klingt das bekannt? Ein Ende ist gekommen. Ah, doch ein Jäger, hä? Die sind irgendwie voll schwach. Lol. Und rauchen. Kopfsammler. Wie heißen die so merkwürdig? Das sind Kopfsammler. Okay, wir gehen jetzt einfach mal. Eine Blume. Auf geht's zur Blume, oder? Jo. Ja, geschafft. Du hast mich entdeckt. Ja. Tschüss. Ist da jemand? Hallo? Ich bin ein Wanderer. Keine Chance, hier einen leuchtenden Preis erwecken. Okay, du bist auf Drogen. Ich suche ein bisschen nach Crocs. Krogi. Ah, da habe ich was gesehen. Ja, genau da. Ich habe was gesehen. Ein Croc-Schießrätsel. Oh nein. Nein. Scheiße. Okay. Markiere ich mir für später. Ich habe keine Pfeile mehr. Noch ein Krog, oder? Ja, noch einer. Geil. Hab's mir doch gedacht, dass hier irgendwo noch was sein muss. Hab dich.
Ich hab sie wiedergefunden. Komm her, komm her, komm her, komm her. Hopp, hopp. Zack, zack. Geil, geil. Lederweißer Flügel. Auf dem könnte auch was sein. Klettern wir hoch. Ja, genau. Gut, gut, gut. Wir haben einen Run. Gut. Das gekrönte Tier. Oh, Verzeihung. Ich dachte, ich wäre allein. Nanu, das an deiner Hüfte. Ach, es tut mir leid. Wir haben uns eben erst getroffen und ich... Wer bist du denn? Oh, hast du noch nie einen Orni gesehen? Ach, wo sind nun meine Manieren? Ich bin Kashiwa und ich bereise die Welt auf der Suche nach alten Liedern. Kennst du alte Lieder von Hyrule? Die alten Lieder, sie handeln von Helden, die viele Prüfungen gemeistert und die vier Währungen aufgehalten haben. Auch in dieser Gegend hier wird ein Lied überliefert, in der der Held sich den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du das Lied dieser Region hören? Ja, bitte. Mit Vergnügen legen wir los. Ah, okay. Das grüne Land müsste diese Gegend hier sein. Aber warum könnte es sich bei dem gekrönten Tier handeln? Das ist das Mysterium, das ich in 1000 Jahren nicht lösen konnte. Nun denn, möge dein Weg von Licht erfüllt sein. Das gekrönte Tier. Was meinst du? Ein Hirsch, oder? Das gekrönte Tier. Die Krone. Hirschkrone, oder? Nein, du hast es verscheucht. Da ist der Hirsch. Dort ist er. Den brauche ich. Den Big Boss. Ich weiß nicht, ob ich genug Ausdauer dafür habe. Warum nicht? Oh. Jetzt schnell, 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 schnell. Die Diri, 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 Diri. Lol. Probieren wir es. Der läuft sehr komisch. Majestätisch. Oder? Eine Prüfung erwartet uns. Willkommen, Bürger. Mein Name ist Mizio. Drei Weisheiten. Okay, drei Weisheiten. Ich glaube irgendwie stumpfe Gefühle. Stasis. Und Rauchen selbst. Ah ja, okay. Ich habe nur zwei Pfeile. Okay, da wir jetzt den Schrein haben, gehen wir nach Kakariko zurück. So, Freunde, das soll es gewesen sein von diesem Part The Legend of Zelda Breath of the Wild. Lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und liken nicht vergessen. Und ciao.